Bei dem Spiel Gefängnisausbruch sollen die Schüler mit den Bewegungsformen Laufen, Ziehen und Rutschen möglichst schnell über den hohen Barren gelangen, indem sie ihn mit Matte und Bank überwinden. Außerdem geht es jetzt darum, die Wettkampfsituation am Turngerät kennenzulernen, denn jetzt müssen die Schüler unter Druck, nämlich unter Zeitdruck, die Bewegungsaufgaben lösen. Darüber hinaus ist Teamfähigkeit gefragt. Der Schüler kann sich auf die Hilfe seiner Mitschüler verlassen, wie es dann auch später bei turnerischen Übungselementen am Barren sein soll. Um den Aufbau der Geräte müssen sich diesmal die Schüler kümmern. Damit man hier umfangreiche Erklärungen umgehen kann, wie genau die Konstruktion der Geräte auszusehen hat, empfiehlt es sich hier, eine Zeichnung oder Fotografie des gedachten Aufbaus zu zeigen. Um Unfälle zu vermeiden, sollte der Lehrer unbedingt, bevor das Klettern losgeht, die Konstruktion kontrollieren und dann schließlich freigeben.